Die World Boxing Super Series geht in ihre heiße Phase. Im Halbfinale stehen besonders spannende Duelle an, in denen es gleich zweimal um die Titelverteidigung geht. Die Spannung ist garantiert und wir checken für euch die anstehenden Kämpfe im Halbfinale in den Limits des Cruiser und des Supermittelgewichts. Usyk vs. Brides. Das Cruiser-Duell zwischen WBO-Weltmeister Oleksandr Usyk und WBC-Champion Maryse Brides wird von Experten bereits als vorgezogenes Finale um die Elite Trophy angesehen. Beide Fighter überzeugten in ihren Viertelfinalduellen und gehören in ihrem Limit zur aktuellen Weltspitze. Dabei verfügen beide Boxer über eine sehr gute technische Ausbildung und eine exzellente Beinarbeit. Womöglich ein Fest für alle Boxästheten. Unsere Prognose: Usyk setzt sich in diesem hochklassigen und knappen Fight am Ende souverän nach Punkten durch. Gassiev vs. Dorticos. Auch im zweiten Cruiser-Duell werden Titel vereinigt. IBF-Champion Murat Gassiev tritt im Ring gegen den WBA-Weltmeister Junior Dorticos an. Im Ring dürfte es dramatisch zugehen, da beide Boxer über eine immense Schlagkraft verfügen. Alles andere als ein K.O.-Sieg wäre verwunderlich in diesem Kampf. Dabei agiert Gassiev sehr effektiv und befindet sich ständig im Vorwärtsgang, wohingegen Dorticos ein exzellenter Konterboxer ist. Unsere Prognose: Dorticos tönte vor dem Kampf, er wolle Gassiev zerstören. Doch diese großen Worte gehen letztlich nicht auf. Unser Tipp lautet: Gassiev siegt durch K.O. Groves vs. Eubank Jr. Das rein britische Duell im Supermittelgewicht hat echtes Potenzial zum Spitzenfight. Im Ring stehen sich dabei George Groves und Chris Eubank Jr. gegenüber. Groves witzelte im Vorfeld über seinen Kontrahenten, er wäre in erster Linie bloß ein Schauspieler und erst in zweiter Linie ein Kämpfer. Doch Eubank Jr. kann neben seinen unbestrittenen Mäzen im Ring sehr effektiv boxen. Was er nicht zuletzt auch gegen Arthur Abraham und Avni Yildirim bewies. Nun trifft er gegen St. George allerdings auf einen sehr starken und erfahrenen Boxer, der ihn vor eine große Herausforderung stellen wird. Unsere Prognose: Trotz der guten Konterskills von Groves, die durch die häufig sehr offenen Angriffe von Eubank Jr. zu einer Waffe werden könnten, um Eubank auf die Bretter zu schicken, sehen wir in diesem Kampf den agileren und schnelleren Boxer vorne. Wir erwarten einen K.O.-Sieg von Chris Eubank Jr. Smith vs. Brämer. Jürgen Brämer ist die letzte verbliebene deutsche Hoffnung im Halbfinale der World Boxing Super Series. Der Schweriner trifft in seinem Kampf auf den bisher ungeschlagenen Callum Smith. Der Liverpooler ist satte 12 Jahre jünger und mit 1,91 Meter dazu noch ganze 10 cm größer. Doch er unterschätzt Brämer keineswegs. Jürgen ist ein Top-Talent mit Riesenerfahrung und großen Qualitäten, sagte Smith nach Brämers Sieg gegen Rob Brand im Viertelfinale. Brämer verriet nach seinem Kampf, dass er noch einiges im Kessel habe und die Leistung gegen Brand noch nicht alles war. Unsere Prognose: Rechtsauslage, Distanzkontrolle und die größere Variabilität im Angriff lassen den Deutschen auch in diesem Fight wohl knapp die Nase vorn haben. Punktsieg Brämer. Ihr habt noch nicht genug von der World Boxing Super Series oder wollt alle wichtigen Infos zu den angesagtesten Themen des Boxens? Dann seid ihr bei uns und unserer neuesten Ausgabe genau richtig. Boxsport versorgt euch regelmäßig mit den besten Stories und fundierten Kampfanalysen zu den Top-Fights des Jahres. Schaut doch mal vorbei und holt euch unsere neue Ausgabe oder besucht uns auf unserer Webseite www.box-sport.de.